Okay, wir wollen sehen, wie sich das Auto mit wenig Sprit fährt. Unterbiete die vorgegebene Zeit, ohne Kerb einzusetzen. Speed ist gut. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Eine Menge Zeit in Sektor 3 zu verlieren. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. Die Box.
Mechaniker das Auto weiter optimieren. Du musst unser KERS testen. Probier mal, ob es funktioniert. Einige legen jetzt richtig gute Rundenzeiten hin. Die Strecke scheint schneller zu werden. Also los, Jungs, setz!
diese Änderungen um. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. Du bist auf dem 16. Platz. Das Training ist vorbei. Die Mechaniker haben an der Kurvenstabilität des Autos gearbeitet. Du solltest eine leichte Verbesserung bemerken. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Oh.
letzten Runden an die Box kommen. Eine Länge Zeit in Sektor 3 zu verlieren. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Wir haben ein paar kleine Änderungen am Wagen vorgenommen. Du solltest jetzt stabiler in den Kurven liegen. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Du bist ganz dicht dran. Fahr raus und leg eine schnelle Runde hin. Du kannst es schaffen.
beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Session. Guter Tag für uns. Nur Platz 18 in der Startaufstellung. Versuch dich morgen zu steigern. Strategie kann den entscheidenden Unterschied machen. Hier erhältst du Informationen zur Spritmenge in deinem Auto, zu den verbleibenden Reifensätzen und deren aktuellem Zustand. Außerdem kannst du hier die Reifenstrategie vor dem Rennen ändern. Die Mechaniker haben an der Kurvenstabilität des Autos gearbeitet.
auf geht's. Nachdem du jetzt ein paar Punkte gesammelt hast, sollten wir heute wieder versuchen, in die Top 10 zu kommen.
Funkleitung hat DRF aktiviert. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Thank you.
wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Du kannst dich etwas von Weber absetzen. Er ist einen Tick langsamer als du. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Hamilton wird wohl in den nächsten 2 Runden an die Box fahren. Benzin zu sparen. Simon.
letzten Stopp diese Runde. Komm am Ende dieser Runde an die Box. Versucht die Lücke zu schließen. Boxenstopp. Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Fahr. Kehrt auf der Ausfahrt. Wir fahren im Renntempo aus der Box. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst. Sonst gibt es eine Strafe. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Gemisch 1. Wir glauben,
dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Die hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Nach Rundenzeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Oh.
sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen.
Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung.
abgefahren. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Sprit sparen damit erreicht. Gemisch 2. Gemisch 2.
bald an ihm vorbei. Du bist viel schneller in Sektor 1. Das Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das Benzingemisch vielleicht auf Standard drosseln. Liegt in Führung. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an.
Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Dir gegenüber einen Vorteil. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Besser als vorausberechnet.
Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand.
höheren Zahlen muss Rosberg in den nächsten drei Runden an die Box. Fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Auf die härteren Reifen gewechselt. Ein magereres Benzingemisch wählen, damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht. Hülkenberg bald an die Box fährt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Du läufst auf Verkehr auf. Sei vorsichtig. Vor dir ist eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen.
nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Wir müssen Sprit sparen, damit er reicht. Gemisch 2, Gemisch 2. Damit du im Renntempo auf die Strecke zurückkommst. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Ist jetzt auf den weicheren Reifen unterwegs. Dann ist das Ding für kürzer. Er ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil.
vor seinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Vor dir liegen 3 Sekunden.
ungefähr 5 Sekunden. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Sekunde abgenommen. Du musst jetzt reagieren. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann.
Platz auf Platz 7. Den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus.
Sehr gut. Wirklich gute Leistung.